Akte. Attentäter, Einzeltäter, das ist das Thema. Am 13. Oktober wurde ich von verschiedener Seite per E-Mail auf zwei Fernsehsendungen des Bayerischen Rundfunks zum Thema Oktoberfestattentat aufmerksam gemacht. Als ich mir daraufhin die Programmvorschau anschaute, schoss es mir durch den Kopf. Ach du Scheiße! Schon wieder der Scheiße, der Schissi, Schossi, naja, ihr wisst schon, der mit dem blinden Fleck im Hirn. Nee, die Klamotte wollte ich mir nicht nochmal antun. Dazu hatte ja der Elsässer schon treffend bemerkt, mei, war das langweilig. Das kann man nicht zweimal ertragen. Aber die Dokumentation im Anschluss daran, die habe ich mir schon angesehen. Mir ist richtig das Herz aufgegangen, als ich nochmal eine motorisierte WSG-Gruppe sehen durfte. Als ich mich dann selbst sah, wie ich mit Koppelschloss und Batteldress durchs Unterholz flitzte. Danke, Uli, danke, dass du mir dieses Erlebnis vermittelt hast. Mein verehrter Freund, Helfer und Beschützer Franz Josef Strauß, der Herr hab ihn selig, hat das damals ganz richtig gesehen. Wenn jemand Gefallen daran findet, mit Koppelschloss und Batteldress durch den Nordwald zu laufen, dann sollte man ihn in Ruhe lassen. Ich hätte damals alles getan, um Franz Josef Strauß zur Macht im Staat zu verhelfen. Strauß war einer der Größten, wenn es darum ging, nationale Sprüche zu klopfen. Natürlich immer unverbindlich und nur im Wahlkampf. Keiner verstand es so gut wie er, sich in jeden bietenden Anus Amerikanus hineinzubegeben. Er hat, wie man bei uns in Franken sagt, den fremden Mächten das Kraut vom Arsch gefressen. Wie gesagt, ich hätte alles für ihn getan. Schließlich waren wir ja beide Faschisten, ein korrupter Klerikalfaschist und ich ein durchgeknallter Ökofaschist. Jedenfalls hat mich damals jemand so genannt, der wohl Schwierigkeiten mit dem Nazi-Klischee hatte. Aber dann hat dieser Depp, Dr. Langemann, unbedingt im Alleingang die Initiative ergreifen wollen. Der hat gehandelt, ohne mich vorher zu fragen, ist das nicht ein unglaublicher Vorgang? Das muss man sich mal vorstellen. Der oberste bayerische Verfassungsschützer lässt eine Bombe platzen, ohne das mit mir abzustimmen. Unglaublich. Und natürlich, wie nicht anders zu erwarten war, hat er mit der ferngezündeten Wiesenbombe kolossale Scheiße gebaut. Naja, Alleingang ist vielleicht doch nicht ganz zutreffend. Ein Einzeltäter war er ja nicht. Das haben uns die Bekenntnisse seines Komplizen Dr. Kolmar im Langemann-Untersuchungsausschuss klargemacht. Außer Dr. Kolmar waren da ja auch noch seine Mitverschwörer, der Superagent Maus und der korrupte Nachrichtenhändler Heike. Jedenfalls war das Ganze trotz minutiöser Planung ziemlich dilettantisch aufgezogen und wurde zum Schlag ins Wasser. Die für mich aufgestellte Falle war mit diversen geheimdienstlichen Tatarenmeldungen bestens vorbereitet worden. Aber was nützt das, wenn man sich dann im entscheidenden Moment, wo der Frosch ins Wasser hüpfen soll, auf Einschätzungen verlässt, die der aktuellen Lage nicht mehr entsprechen. Und König Zufall wurde als möglicher Mitspieler überhaupt nicht gedacht. Das musste ja daneben gehen. Aber man hat ja den Uli. Der hat es dann wieder gerichtet. Der hat es fertiggebracht, die ganze Sache ins Gegenteil zu verkehren. Nach Chaussy soll der Fallensteller Dr. Langemann nicht mein Feind, sondern mein wohlwollender Beschützer gewesen sein. Ein toller Bursche, dieser Uli. Uli beherrscht die Kunst, aus Verdächtigungen Unschuldiger und dem Blut und den Tränen der Opfer Geld zu machen. In dieser Beziehung kann ihm höchstens noch Rechtsanwalt Dietrich das Wasser reichen. Von den beiden können die Propagandisten aller Sparten noch was lernen. So viel für heute zum blinden Fleck im Hirn meiner Politstalker.